Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei der Tagesschau. Nee, und zwar beim neuen Video. Hier steht schon unser Gast. Wir fangen eine neue Videoreihe an, habe ich mir überlegt. Und ich will das Ganze nennen Saarlands Feines. Das heißt, im Laufe des Jahres werde ich mal alle Jungs und Kollegen und sowas von mir, die Sachen ein bisschen ernster nehmen, mitnehmen, die Autos von denen zeigen, die sich echt ein bisschen Mühe gegeben haben. Und wir fangen heute an mit dem Tobias. Komm mal rum. Aber Tobias, den Namen kennt eigentlich niemand. Spitzname Kovac, also die meisten wissen es wirklich nicht. Also Kovac, er wohnt zwar in Frankreich, direkt an der Grenze bei uns zum Saarland, aber ist tatsächlich mehr auf deutschem Boden unterwegs als im Land des Baguettes. Und deswegen, genau, haben wir den auch hier mit bei uns drin. Hier geht es um einen E39, ursprünglich ein 525 Diesel. Das Auto sollte eigentlich, also war von einem Kumpel, ne? Kumpel, ja. Ja, vom Kumpel sollte eigentlich ein Schlachtauto sein, weil er hat noch als Daily auch nochmal einen E39. Oh, ist er 525? Ja. Ist auch 525 und er hat gefragt, ey, brauchst du Teile, bla bla bla, ich will schlachten. Ja, schick mal Bilder. Er hat das Auto gesehen und dachte sich, boah, Digga, viel zu schade zum Schlachten. Ich komme vorbei, ich gucke mir das Auto an. Dann hat er das Teil im Dezember 2019 für sehr, sehr günstiges Geld, drei, so gekauft, mit 204.000, glaube ich. 104, was eigentlich für die Modellreihe gar nicht mal so teuer ist und vor allem nicht so viele Kilometer sind. Denn es handelt sich um ein Carbon-Schwarz, heißt das, ist ein M5 Sonderlack. Ne? Genau, also eigentlich die Reihe heißt Individual Highland Sport. Genau, also das heißt individuelle Ausstattung, die man echt nur mit Aufpreisen alles bestellen konnte und dann noch, wie gesagt, ab Werk, M-Paket komplett und aber gleichzeitig auch mit Sport. Also überall Haken dran, wo man Haken dran machen kann, so ungefähr. Ja, und das Auto befand sich jetzt schon sehr, sehr lange im Umbau. Lackarbeiten sind jetzt gerade gefinisht. Das Auto ist ungefähr jetzt bei 95% von der Fertigstellung. Und ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt mal rum, zeigen euch mal ein bisschen was. Beziehungsweise jetzt knallt Jonas erstmal die Uschi rein an einem anderen Platz. Keine Ahnung wo, vielleicht im Dschungel, vielleicht in Manhattan, egal wo. Die wird auf jeden Fall knallen. Ihr seht das Auto und dann erklären wir euch die Specs. So, und jetzt geht's wieder weiter. Ich hoffe, der Porn war geil. Voll der Zeitsprung. Ich habe es noch gar nicht gesehen, aber ich denke, wir haben da was gezaubert. Pass auf, jetzt machen wir erstmal so rum. So, ich gehe mal hinter die Kamera. Und zwar kommen wir hier nebenan. Das, was haben wir hier als Radsatz? Wir haben hier einen Rad 48 Rad. 48 URR, Dreiteiler, in 20 Zoll, 9,5 ET. Aber Gebrauch gekauft, ne? Also Gebrauch war schon gekauft, auf dem Markt. Die waren auf dem M4 drauf, unverändert, hier drauf gemacht. Vorderachs hat gepasst, ohne Platte, ohne alles. Ja. Krass. Also versenkt, wie man sieht, aber schon ziemlich Arsch auf Eimer. Mit natürlich Airride-Fahrwerk rund um Airlift, ne? Rund um Airlift, ja, mit 3P, 380 Vorleitungen. Also ein großer Block.
Genau. So, das ist jetzt Vorderachse. Hinterachse ist das auch versenkt. Und mir sagen wir gerade die Dimension. Vorne ist 9,5. 9,5 mal 20 ist jetzt 13 mit 2,35, 30. Alter, ihr seht, er hat sich sehr viel mit der Materie beschäftigt. Hinterachse ist ein bisschen asozial. Ja, hinten ist richtiger Ballermann. Hinten ist 11,5, ne? Hinten ist 11,5. Hochdeutsch. 11,5 ET20. Mit 2,65, 30, 20. 11,5 versenkt, ja. Aber das Auto ist verbreitert. Ja, Karosseriearbeiter hat ein Kumpel gemacht, der hat eine Firma in Karlsruhe. Die Karre ist pro Seite 3 cm gezogen. Okay. Also ist nichts geschweißt. Gut, also gezogen insgesamt 6 cm, 3 cm pro Seite. Ja. Natürlich danach alles komplett lackiert. Und er hat auch wirklich sämtliche Anbauteile und Sachen, die rundum sind, alles erneuert. Also er ist noch dabei. Man sieht, hier steht noch ein bisschen das Rathaus ab, weil noch ein paar Clips zu fehlen. Das ist alles schon unterwegs oder alles neu bestellt von BMW. Genauso wie die Leiste hier. Also ihr seht auch hinter die Kulissen, wir machen hier nichts schön. Wir machen so, wie es ist. So wie es in der Szene halt einfach passiert, bevor die Saison richtig losgeht. Die Räder, so ursprünglich auf dem M4 waren auch die Schrauben, so eloxiert, das war schon. Der Ersatz war komplett so, wie er jetzt hier auf dem Auto ist, samt Treibe, alles komplett genauso. Krass, okay. Habe ich in Frankfurt gekauft, ich dachte, der M4 ist verkauft worden und dann waren die Felgen halt übrig. So, wenn wir mal ein bisschen weiter gucken, blitzt uns auch hier schon der gelbe Porsche Bremssattel. Der war ursprünglich vom Panamera, ne? Panamera 79. Jawohl. Turbo. Turbo S hat nochmal ein anderer Bremssattel, aber das ist halt... Das ist Vierkolben. Vierkolbe, genau. Vorne ist die Bremsanlage von einem M5 F10. Das heißt... Sechs Kolben und zwei Modelle danach. Genau, also zwei Modelle, also ja, das doppelte Nachfolgermodell von dem Auto ist praktisch die Vorderachse. Die Bremsscheiben sind wiederum von einem... E60. E60 M5, also von einem Modell danach. So, also richtiges Gebastel, aber das alles passt. Platten und sowas auch was? Nee, ne? Nix, Adapter, nix. Nee, das, also Bremssatteladapter gibt es fix und fertig samt Gutachter bei Evitec. Das ist, glaube ich, ein Gutachter hat er dem Auto. Okay, wie gesagt, er hat französische Kennzeichen, deswegen ist da alles egal. Das ist schon mal gut. Also ihr seht, von hier hinten, die Bremse füllt komplett die Felge aus, hinten und vorne ja sowieso. Was ist das für ein Durchmesser vom Bremssattel? Bremsscheiben, Entschuldigung. Bremsscheibe, Vorderachse 374/34 und Hinterachse 370/24. 370 und vorne? 374. Also fast fürs Auge identisch. Ja, und hinten ist es halt wieder Handbremse, die ist ja im Topf drin. Ja. Ja, deswegen ist die halt nur minimal kleiner. Aber geil. Ja. So, komm, dann gehen wir nach vorne. Vorne haben wir also erstmal noch dunkle Blinker, das sind Kleinigkeiten, Scheiben rundum getönt, wie wir das brauchen. Natürlich vom französischen TÜV abgesegnet. Hinten ab Werk, Sonderausstattung, ne? Wärmeschutzverglasung, vorne halt mit Folie getönt. Aber gleiche Tönung. Okay, also gleicher Tönungsgrad, deswegen auch sehr, sehr, sehr clean Optik von der Seite. Das ist halt immer geil, das wollen wir eigentlich alle so. Geht aber leider nicht, außer man wohnt. Über der Grenze. Jawohl. Chez François. Okay, es geht weiter. Die Front. Ihr seht auch hier, die Nieren sind noch nicht drin. Das ist alles noch in der Mache. Die Nieren bekommen, die werden schwarz verchromt. Shadow Chrome. Wird auf jeden Fall dann auch nochmal die Optik abrunden. Wir haben hier eine Vollcarbon-Haube. Ne? Ist nicht laminiert, ist Vollcarbon, oder? Die Außenhaut ist Vollcarbon. Grundgerüst ist GFK. Also keine Vollcarbon, sondern eine Wish-Carbon-Haube. Nee, also die Motorhaube tatsächlich dann ist eine GFK-Haube, die laminiert ist mit, mit Carbon. Nur das Gerüst ohne Brunner. Ah, nur die Verstärkung praktisch, genau. Gerüst ist GFK. Okay, also doch nicht von Wish, sondern von AliExpress. Aber egal, sieht gut aus. Nee, ist egal. Mein Ducktail vom R8 war auch von AliExpress tatsächlich. Das ist Carbon. Ah ja, okay, man sieht es hier komplett Carbon und nur hier die, genau. Praktisch, ja, das Grundgerüst. Und das hier ist original der wunderschöne Hasendraht vom Globus Baumarkt. Das kennen wir alle schon von Rollerzeiten, immer schön Racing-Gitter. So,
Zurück zum Thema. Also mit Power Dome, das heißt so eigentlich ein bisschen angelehnt an den E90, ne? Dome, genau, sozusagen, also das M3. Ist, das sind ja auch die Optik von der Einlässe, ja, beim E90. Ja. Ich fand, die gibt es noch als GTR-Haube, wie beim E46, dann hat die hier die riesen Wasserfälle. Ja, drin. Ja. Aber, geht aber nicht, weil ich hier die Ansaugung habe, dann saust mir da. Ah, okay. Läuft alles rein. Genau. Das Geile ist, er hat mir Bilder geschickt, ey, was meinst du, soll ich die lackieren, soll ich Carbon lassen? Sag ich, Digga, Carbon würde ich schon lassen. Und er hat dann ein ultra geiles Finish gefunden, und zwar der Lack wurde, das war mit Basislack, den Klarlack, genau, angemischt. Also ich habe einen lösemittelhaltigen Basislack genommen und mein Lackierer hat das dann in den Klarlack mit reingemischt. Die Haube war eigentlich schon komplett gefinisht, da war 3 Schicht Klarlack drauf, die war arschglatt. Da habe ich gesagt, so, ey, das kann ich so nicht lassen. Das Farbunterschied ist zu auffällig. Das wäre grau und blau, lila ist der Lack ja. Das wäre zu viel gewesen. Und dann habe ich gesagt, so, ey, wir müssen das lasieren. Der hat das vorher noch nie gemacht. Das war das allererste Carbon-Teil, was er lasiert hat. Und es ist einfach perfekt geworden. Der hat mir eine Nachricht geschickt, macht er so, Alter, die Scheiße hat echt funktioniert. Krass. Und es ist einfach krass. Das in der Sonne, das schimmert so bläulich. Also man sieht hier, das ist wirklich fast komplett Ton in Ton. Also wenn man es nicht weiß, im Dunkeln, glaube ich, sieht man es gar nicht. Und das ist richtig geil. Und in der Sonne oder wenn du nah rangehst, siehst du halt einfach, dass die Haube komplett Carbon ist, aber trotzdem in dem gleichen Lack. Ultra geil. Ich glaube, das ist die gleiche Methode, wie auch JP an seinem Fire and Ice Golf hat, ne? Da habe ich das gesehen. Genau. Also brutal, hat mir damals schon gut gefallen. Ich habe mich gewundert, wie das funktioniert. Jetzt wissen wir es, jetzt sind wir schlauer. Jetzt geht's weiter. Stoßstange vorne ist auch ganz normal M-Paket, aber mit einer CSL-Lippe vorne dran. Dann haben wir statt Nebelscheinwerfern, gut, M-Tech, M-Paket hat sowieso keinen Nebelscheinwerfer. Doch. Nee. Doch, ja? Doch, ganz normale Runde. Ah, okay. Halt auch wieder verschieden. Ah ja, genau, diese Runden an der Seite und haben innen drin noch Plastik, genau. Gibt's dann hier geschlossen oder offen? Meistens halt geschlossen. Ich habe die halt weggemacht, weil ich brauche keine Nebelscheinwerfer. Und so sieht es auch geiler aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall besser, ja. Dann sind Custom-Made Scheinwerfer. Die hast du aber so gekauft, ne? Die habe ich bauen lassen. Die hat er bauen lassen, okay. Aber also diese. Aus Polen. Der baut die komplett um. Die sind komplett, die Inlay ist komplett auslackiert. Ansonsten alles schwarz lackiert, der Reflektor vom Fernlicht schwarz lackiert. Ja, typkonform. Ja, also Optik ist schon übertrieben geil, ne? Und halt US, genau, also mit US Side-Marker. Und hier steht halt das BMW individuell. Ich denke, das hat Jonas bestimmt im Porn auch mit aufgefasst. Also es leuchtet einfach orange. Das wird sehr, sehr, sehr geil aussehen im Dunkeln. Dann haben wir das mal hier soweit erstmal von der Front. Räder waren wir schon. Seiten, wie gesagt, hier fehlen noch die Embleme, also die BMW Individual, die hat der Lackierer dann verschlammt. Dafür hat er die Haube geil gemacht, also egal, kommt doch alles. Hinten Bremse hatten wir jetzt auch. Jetzt kommen wir ans Heck. Diffusor ist? Diffusor ist von RS Parts. Das ist die Dieselausführung ohne Entrohr. Heckdeckel ist vom US-Modell mit der kleinen Kennzeichenaussparung. Dann hat er sich nochmal nach nagelneue Rückleuchten gegönnt von BMW US-Modell, auch mit den Side-Markers auf beiden Seiten. Und dann noch eine Besonderheit vom Heckdeckel. Es ist kein CSL, das gab es nämlich nicht bei dem Modell, oder? Nee. Und zwar halt in Anlehnung von dem M3 CSL E46. Aber es ist kein fertiger Deckel, sondern ist ein auflaminierter Spoiler. Das heißt, ja, das wurde vorm Lackieren komplett drauf, alles laminiert, bla bla bla. Gibt aber ein, zwei Stellen, die ihn nicht so glücklich schätzen. Das ist jetzt noch die aktuelle Lösung. So sieht es jetzt mal aktuell fertig aus. Der Look so, ist schon geil. So wird er auch die Besonderheit leider fahren. Ja. Also es bleibt dieses Jahr auf jeden Fall so. Und wird aber mal noch ein Schnitzer, AC-Schnitzer-Spoiler draufkommen. Alpina-Spoiler, Alpina. Genau. Ja, das wäre ansonsten mal außen. Er hat die Woche noch, also er hat alles echt zusammengezimmert, weil ich gesagt habe, ey, Sonntag wird Wetter noch ganz gut. Ich habe ein bisschen Zeit, bevor es für mich in Urlaub geht. Deswegen noch ein paar Sachen da, dass ich noch ein paar Videos durchknallen kann für euch. Das war es soweit jetzt mal von außen. Innen drin ist, können wir reingucken oder? Zimtleder, serienmäßig, also sehr, sehr schöner Farbton. Türen und so hat er alles komplett jetzt gedämmt die Woche mit Bitumen und allem, also mit Alubutyl, ne? Alubutyl, genau. Also richtiger Panzerwagen jetzt. Aktuell innen drin halt natürlich auch M-Paket komplett, also die Sportsitze, elektrische Verstellung, also wie gesagt, das große Kreuz gesetzt.
Dann ja, das M-Paket Lenkrad, das bleibt jetzt mal alles noch nach wie vor. Das ist das Standard-Sportlenkrad. Ah, okay. Das andere habe ich rausgebaut zum Ledern, das bleibt noch, liegt noch der Hemd. Ich krieg hier noch die Spange beledert von meinem Kumpel, Airbag sind noch beledert und dann kommt es rein. Gut, Fünfgang. Hinten sieht man noch extra angefertigten Halter für die Airlift-Steuerung. Das ist das Original-Telefonhalter. Ach so, ah ja, stimmt, stimmt. Die großen noch mit der Schnur noch damals. Nee, okay, die sind in der Mittelablehne normal. Das ist ganz normal. War schon für Handy, das war schon etwas. Das war schon neu. Für Handy, das war schon Premium. Dann ist neues ein Touch-Display drauf, ne? Also genau, ein neues Radio ist drin. Das große X-Trons-Radio. Jawohl. Das macht halt die Optik von dem Auto deutlich moderner. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, also das, so fährt der mal dieses Jahr mit dem Interieur so rum. Aber er hat mir schon verraten, das wird ein bisschen farbspieliger im Innenraum. Wird auf jeden Fall geil. Aber nächstes Jahr, vielleicht machen wir dann dazu nochmal ein Video, wenn das noch kommt. Also wird auf jeden Fall... Ja, das Projekt ist Vollleder. Also Projekt Vollleder, alles, also alles, was Plastik und Kunststoff ist, halt. Also ja, wird auf jeden Fall da nochmal abgeändert. Jetzt würde ich sagen, zieh mal noch links den Hebel, weil es passiert natürlich noch einiges. Das war es noch nicht komplett. Jetzt geht die Haube auf und dann gucken wir mal noch, was der Kollege da gebastelt hat. So, und zwar, der Motor ist eigentlich aus dem Sportboot, nee, und zwar... AIDA. Genau, also hier kann man ganz schön sehen, auch die Domlager oben komplett mit Sturzverstellung, ne? Ist natürlich, wie sich das gehört, komplett nach innen gelegt, damit das auch alles passt. Ansonsten Carbon-Domstrebe. Genau. Zumindest mal, ist die auch voll Carbon oder ist das nur laminiert? Die ist laminiert. Ah, okay, ja, okay. Die ist laminiert, das ist von Wischer, ja, Wischer. Von Wish auch? Von Wischer. Wischers, genau. Wischers, ah, von Wischers. Okay. Genau. Gut. Ansonsten, ihr seht, da ist keine Motorabdeckung, denn das ist auch nicht der originale Motor. Der Motor, das hier ist ein 3-Liter Motor vom E39 natürlich auch. Ansaugung vom E90, ne? Ja, also Ansaugbrücke E90. Das hat halt den Grund wegen dem Ladeluftsensor. Der ist gesteckt. E39 ist geschraubt und ich kriege keinen 4-Bar-Sensor, der geschraubt ist. Okay, weil Leistung liegt da natürlich auch an. Ja, also wie viel Ladedruck fährt er jetzt? Noch war er noch nicht gelockt, aber er drückt. Okay, also OEM-Leistung ist, liegen wir? OEM-Leistung ist 193 PS ja. Und knapp 400 Newtonmeter. Aber du willst schon auf jeden Fall die 3 vorne haben, ne? Die wird wahrscheinlich auch anliegen. Eine 3 und eine 5 vorne. Okay, okay. 305 also vorne, also 3538, nee. Also der Lader schafft laut Laderbauer 2,4 bar reell, okay. Also 3,4 atmosphärisch. Krass. Boah. Okay, also das ist wirklich Druck im Kessel. Hinten kommt es richtig schön schwarz raus. Naja, also wie gesagt, das ist alles ein bisschen zusammengewürfelt. Was war noch von einem anderen Auto? Ja, alles. Hochdruckpumpe ist vom E60. 35D, ist eine R90 CP3, so auf dem Block eigentlich nicht passend. Krass. Da muss ein bisschen geflext werden. Düsen Einsätze Alpina D10 E39. Düsen an sich sind vom E60 35D Vorfacelift. Ventildeckel ist E60 35D, der hat hier den Luftfilterkasten nicht wie der E39. Der Lader ist aus dem X5, aber Upgrade. Dann halt hier Ladeforderung muss neu gebaut werden. Ich habe hier vorne einen großen Ladeluftkühler drin hängen jetzt. Also größer passt hier nicht mehr rein. Nee, das ist alles so maximale Auslastung. Das heißt maximal, da habe ich hier den JDM Luftfilter himself. Okay, ja, wirklich. HKS. Ja, ja, original, das Alter. Das ist der JDM Luftfilter. Schlechthin. Und, aber ein Problem hast du immer noch mit Ladeluftverrohrung. Die fliegt nämlich immer weg. Ja. Das heißt, eigentlich sucht er noch einen... Immer da unten, die. Immer hier unten. Da fliegt sie immer weg. So, das heißt, also ist eigentlich nur noch ein bisschen in Planung, wäre für die Nerven auf jeden Fall sehr schonend, ne? Wenn da jetzt noch ein Alu, ja eigentlich die ganze Verrohrung aus Aluminium gebaut werden kann, dass das alles ein bisschen besser oder weniger Schellen und Verbindungsstücke braucht, weil so hier ist schon ein bisschen was los an Schlauchschellen, er hat schon fast das ganze Sortiment am Start und das sind halt natürlich alles nochmal Schwachpunkte sozusagen, wo halt mal was wegfliegen kann.
Deswegen muss das auch noch gemacht werden. Aber leistungsmäßig ist da natürlich echt jetzt was los. Wenn das Ding mal gemessen ist oder sowas, dann würde ich sagen, dann geben wir das auch auf jeden Fall mal durch. Ja. Ja, ansonsten haben wir tatsächlich jetzt, glaube ich, schon fast alles gesehen. Also es ist wirklich, das Getriebe, ist das noch original von dem Auto? Getriebe ist original 5-Gang, aber ich ärgere mich. Lieber 6-Gang? Ich hätte Umbau auf 6-Gang, ja. Aber ich hatte schon alles da liegen gehabt, war schon alles revidiert, überholt. Und dann ist dann erstmal beim Umbauen klar geworden, was der an Leistung machen soll. Und dann, wo ich das erste Mal gefahren bin, also 5. Gang ist schon blöd für längere Strecken. Ja, ne? Du willst ja viel auf Achse fahren. Ja, fast ausschließlich. Er fährt das Jahr sogar nach England auf Achse, ja. Nach Polen, Alter, überall hin. Also es wird auf jeden Fall, bei Ultras wird das Auto stehen, also da könnt ihr es auch gerne mal live sehen. Fitted UK in Manchester. Ich glaube in Sydney wird er noch, nee. Also es ist auf jeden Fall viel am Start. Er will auf jeden Fall jetzt, klar, so lange, seit Dezember 2019 hat er die Kiste. Also, jetzt ist sie endlich mal fertig. Also ich habe angefangen mit dem Auto. Ich habe Rosenmontag 2020 habe ich den Motor rausgerissen. Also ja, jetzt ja. 2 Jahre Bauzeit, ja, ungefähr. Gut. Achse komplett alles neu. Dann war noch viel separate Arbeiten wie Karosseriebauer, Lackierarbeiten. Der hat jetzt allein 6 Wochen beim Lackierer gestanden. Was aber noch geht. Was okay ist, er hat mehr angepeilt. Vor allem mit Haube, mit allem. Das sind ja viele spezielle Sonderdinger. Der hat mir gesagt, Digga, ich habe als nachts bis um 12, 1 Uhr habe ich dann eine Kiste gemacht. Ja. Also wie gesagt, kurz vor der Fertigstellung. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kommt aber noch eine neue Scheibe rein, weil noch ein kleiner Steinschlag drin ist. Aber die Saison wird auf jeden Fall einen E39 mehr haben und auf jeden Fall wirklich rundum angepackt. Also von vorne bis hinten ist da was geschraubt und alles nochmal verändert. Also ich würde sagen, ein sehr, sehr geiles Projekt. Sehr, sehr geiler Start für die Saarlands Finest Reihe. Ja, da würde ich sagen, wir sind da für heute mal durch. Kovac, noch irgendwas anzumerken? Nein? Nee, ich hab Bock. Leben in Frankreich ist besser. Das noch, ja. Das auf jeden Fall. Freunde, dann macht's gut, wenn euch das gut gefallen hat. Einfach mal Like da lassen, kommentieren, irgendwas Positives. Ansonsten Kopfnuss oder ansonsten einfach ein Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber. Ne? Macht's gut. Sagt tschüss. Ciao. Ciao, ciao.